Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Und wir wollen mal gucken, was wir da drinnen finden in dem Turm. Ob wir was Lebendes finden oder ob sie mittlerweile schon alle tot sind. Wir müssen uns überraschen lassen. Es gibt zwei Eingänge. Jetzt stehen wir aber nun mal hier. Und der geht nicht. Damn. Abgeschlossen. Das ist schön. Schön, schön, dass uns das Spiel das sagt. Naja, okay. Dann müssen wir halt doch... Oh, nicht, dass der flieht. Dann raste ich aus. Ich will ja keine Verfolgungsjagd. So, dann werden wir jetzt hier hoch müssen. Ah, da drüben. Ratte! Wir töten die jetzt einfach, oder? Aber die greifen uns nicht an. Entschuldigung für die zwei Ratten, drei Ratten, die wir jetzt getötet haben. Was haben wir hier? Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen. Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will's gar nicht wissen. So, was haben wir hier? Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Reines Silber. Wir haben eine Menge reines Silber, glaube ich, mittlerweile. So. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Die können doch nichts dafür. Ehrlich, eh. Aber wer weiß, was uns da oben jetzt erwartet. Gleich für eine Hex oder so. Machen wir mal kurz hier ein bisschen Licht. Waren hier nicht gerade noch die Knochen? Ach, da. Okay. Klopft da jemand? Genau. Wir gehen in den Keller. Warum geht denn die Tür von alleine auf und wieder zu? Was sollte? Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Willst du mich verarschen? Warum geht denn die Tür von alleine auf und zu? Wo ist meine Fackel? Da ist meine Fackel. Gib mir meine Fackel. Können wir das jetzt aufschließen? Nee. Ich weiß eigentlich, Kronleuchter sollten sich so nicht verhalten. Normalerweise sollten wir nach oben, aber das hier unten ist gerade interessanter. Da brauchen wir wieder die magische Lampe für. Ich habe gesagt, wir brauchen die magische Lampe dafür. Dankeschön. Die Reichen, ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Kratze und der Gestank. So, erstmal wieder eine Fackel rausholen. Die haben hier lauter Ratten unten gehalten. Mann, 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 Mann. Ist das denn was drin? Ja, sieht doch so aus, als wäre da was drin. Ich lasse die Ratten jetzt einfach mal Ratten sein. Belena Langschwert hatten wir aber schon, oder? Alchemie, was geht denn auf Alchemie? Oh. Oh. Der Schaden ist natürlich höher. Aber der Rest ist halt nicht so Bombe.
Wir behalten es einfach mal. Da können wir dann die anderen beiden hier verkaufen. Das andere, ja genau, die anderen beiden können wir dann verkaufen. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem Schwert aufgrund der Zusätze. Was haben wir hier? Lederbänder, Smaragd. Mehr Ratten. Lederbänder. Ziegenhaut. Eine Wasserflasche, sehr gut. Schön, dass in diesen großen Säcken immer nur eine Sache drin ist. Gibt es noch irgendwas, was von Interesse ist? Nö, ne? Okay. Können wir ja doch schon wieder hoch. War gut, dass wir den Abstecher gemacht haben. So, jetzt bin ich gespannt, was uns da oben erwartet. Was ist denn hier kaputt? Hier spielt alles verrückt. Was soll denn das? Das ist nicht normal. Leute, ich muss euch sagen, das ist nicht normal. So habt ihr euch nicht zu verhalten. Zwisch. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauer, Sie sind durch die Tür in den Turm. Das ist nicht normal, jetzt hört auf. Jetzt gut. Was soll denn das? Okay, Was gibt's denn hier noch zu entdecken? Das ist doch nicht normal. Es bewegt sich auch noch der Stuhl. Und der Speer rollt. Wo bin ich denn nur hier gelandet? Ich weiß, hier gibt's Geister, aber trotzdem. Ist nicht normal. Hexersinn mal einsetzen. Da liegt ein Toter. Es geht noch höher. Oh, die kuscheln miteinander. Oh, du bist aber eine geile Vase. Oh, der Becher will mitmachen. Was geht? Was ist denn hier? Ey, Leute. Ihr macht Party. Ich merke das schon. Glück greifen uns die Ratten nicht an. Ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe, sondern nur gehört. Jägerhose. Zwergschnaps. Nö. Einfach nö. Gut. Die anderen Sachen lasse ich mal noch leuchten, damit ich dann weiß, was wir hier alles entdeckt haben. Wo kommt denn jetzt das Grüne daher? Von der Fackel? Hey! Darf ich jetzt mal die Fackel ausmachen? Was soll denn der Mist? Das ist nicht gut. Gold. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Muss ich mir jetzt nochmal angucken. Habe ich zu früh weggemacht. Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist. Wir gucken uns das nochmal kurz an. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du?
Ja, okay. Freunde, wer treibt sich hier rum? Wer treibt hier sein Unwesen? Es geht immer höher und höher. Mal kurz raus. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so verkehrt. Mal kurz die Fackel. Können wir uns auch ein bisschen schneller bewegen. Rehhau mit Riedenerz, gehärtetes Holz, Lederbänder, Holz, Silber. Das ist geil, also was wir hier alles einsacken, ist schon der Wahnsinn. Wollte ich das jetzt? Eigentlich nicht. Können wir hier Assassin's Creed-like? Nee, können wir nicht. Na, halt ich. Da hoch will ich. Ich will da hoch. Menno. Was aber. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Nein, nein, nein. Das Seil bewegt sich. Warum bewegt sich das Seil? Ja, du kannst jetzt. Ja, Lampe raus. Jetzt kommt's doch gleich. Es geht noch höher. Fütten? Nach oben führt das. Und da in der Zwischennische, wo ich rein wollte, ist nichts, oder? Ne, schaut nicht so aus. Okay. Sind wir jetzt mal ganz oben angekommen? Was knarzt denn da so? Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Ich hasse es, wenn sie anruft. Wollte ich den schon betätigen? Hä? Da drüben ist noch ein Hebel. Ich möchte mich aber hier erstmal kurz umgucken. Entschuldige bitte, dass ich nicht so gesprächig gerade bin. Ich glaube, wir haben eine Vision haben wir übersehen, aber ich habe nichts ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Müssen beide unten sein? Da hinten. Na gut. Wer weint denn da jetzt? Oh Leute, nein, nicht euer Ernst. Da heult jemand. Auf dem Dachboden hoch und jemand heult, genau. Ist einladend. Oh, es ist cool gemacht. Ich kann doch noch nichts sehen. Aber da hat doch gerade jemand geheult, oder irre ich mich? Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Interessant. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet?
Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst auch du mir wehtun? Ich bin ein Hexer. Brauchst keine Angst vor mir zu haben. Nee, ich beantworte die Frage. Ich bin ein Hexer. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie, wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Was ist hier im Turm passiert? Der Magier, wer war da? Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Okay, sie hat Angst davor, verlassen zu werden. Glaube ich mal. Was ist hier im Turm passiert? Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Wahrscheinlich Gift. Was war das für ein Trank? Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Haben sie dir wehgetan? Dein Geliebter hat sich... Na, da müssen wir jetzt nicht nochmal... Eigentlich... Da müssen wir jetzt nicht nochmal Feuer ins... nicht nochmal Öl ins Feuer schütten, oder? Er hat wahrscheinlich gekämpft, aber... Wurde dann halt... Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Wie kann ich dir helfen? Im Turm liegt auch eine frische Leiche. Kannst du mit anderen Seelen sprechen? Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein. Ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir,
Du bist anders. Im Turm liegt auch eine frische Leiche. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Chill mal. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Sie soll mal ein bisschen was von dem erzählen. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Was für ein Spiel spielt die hier mit uns? Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Ich muss mich noch etwas umsehen. Ich hoffe wirklich, dass ich helfen kann. Aber erst muss ich mich etwas umsehen. Wozu denn? Hier gibt es nichts. Nur Knochen und Ratten. Lass mich nicht wieder allein. Ich komme wieder. Verlass dich drauf. Na gut, aber komm bald. Lass mich nicht warten. Ja. Jetzt geh doch nicht heulen, Mensch. Komm hier wieder zurück. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Welche Tür ging denn jetzt gerade auf? Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Allein. Alle haben mich verlassen. Geht es noch höher? Ich traue ihr nicht so ganz. Irgendwie ist das Ganze faul. Irgendwas stimmt da nicht. Bin ich denn jetzt hier? Okay. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Ha, Freunde der Sonne, was ist hier? Komm mal da hoch. Was ist hier Phase? Was ist? Was für ein Spiel spielt die hier mit uns?
Dann hat dieser Albtraum ein Ende. Tagebuch des Magiers Alexander, Teil 1. Sollten wir uns mal in Ruhe durchlesen. Allein. Schöne Nahaufnahme. Alle haben mich verlassen. Inventar. Da, lesen. Wird, denke ich mal, wichtig sein. Okay, Tag 237. Meine Experimente zeitigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist das schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten ich gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist Visserat außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Wie Marty Sodergren in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind, geschweige denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Ja, du erbringst das Opfer, ist klar. Da haben wir eine Truhe. Fiole. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Sobald ich hier fertig bin. Wir haben noch eine Truhe. Herausgerissene Seite. Succubus Absud. Allein. Alle haben mich verlassen. Teil 2. Sehr gut. Nein, was brauchen wir denn die Weltkarte? Tag 346. Ich habe Ratten nie gemocht. Das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen als vielmehr an ihrer lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen stets zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einer zu reden, mit einem besonders großen schwarzen Männchen, der meinem Ohr fehlt. Zunächst wurde ich von Sorge überwältigt, dass mein Verhalten auf den Beginn der Krankheit zurückzuführen wäre, aber das war natürlich unmöglich, da ich meine Immunität mit mächtigen Zaubern verstärkt habe. Später folgerte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Wir Magier mögen es, wenn man uns zuhört. Aber leider ein bisschen zu weit. Ich habe die schwarze Ratte in einem separaten Käfig untergebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an den Versuchen teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Nager mit großer Konzentration beobachtet, vor allem solche in den letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Visserat meidet das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hätte moralische Bedenken. Diese wären zu lächerlich gewesen. Doch dann erklärte er, dass Annabelle schon immer eine labile Psyche hatte und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die an der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration versprechen. Als Konversationspartner taugen sie ohnehin nicht. Da ist natürlich die Frau, aber was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Tag 362. Meine schwarze Ratte ist tot. Ich habe sie heute zusammengekrümmt im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft und ich muss eingestehen, dass dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten nie gemocht habe. Jetzt haben wir auch den Hinweis darauf, dass sie nicht ganz klar im Kopf ist. Haben wir hier noch irgendwie was? Noch irgendwie Tagebucheintrag 3? Wann hat dieser Albtraum ein Ende?
So Leute, das sollten wir uns jetzt nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Und in der nächsten Folge treffen wir eine Entscheidung. Ich glaube, wir haben hier alles so gut wie möglich durchgeguckt. Ist hier hinten noch irgendwas? Allein. Nope, gibt es nicht. Okay, gut. Ja, wie es mit Annabelle weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei The Witcher.